Spiel gespielt. So, ein Gnetsch. Vor allem, Leute, ich habe meinem Bruder letztens, meinem älteren Bruder, Devil May Cry, also DMC, für die Xbox 360 mitgebracht. Und hab's aber schon lange auf Steam. Ich habe den beiden immer angeboten, dass sie das hier auf dem PC spielen können. Dann ist das eine Woche lang für die Xbox da und du spielst auf einmal nur da. Richtig fies. Als wäre mein Steam-Account nur für Isaac da. Der Lümmel. Der Friedhof. So, hier ist er noch. Richtig. Hier ist kein Loch, aber Kohle. Da können wir uns direkt wieder in den... Oh verdammt! Ein Herzteil. Au. Ja. Ja, er hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Ach, schon gekillt. So, ich weiß nicht, wie man hier drauf kommen soll, aber... Nee, ah. Jetzt weiß ich nicht, wie das Lied geht. Ah, rechts. Ich habe auch schon angeboten, bei 100 Euro färbe ich mir die Haare. Nee, würde ich machen. Doch geil, aber erstmal muss ich mir eine Community aufbauen. Josh, 4 Zuschauer am Start. Alter, ich bin wieder da, Junge. Ein Herzteil, find noch eins und ich krieg ein weiteres Herz. Wer ist ein Stein? Ich habe leider nur mal Majors Mask T-Shirt, sonst würde ich mir irgendwas drüber ziehen jetzt. Und nicht mit Spyro hier sitzen. Werbung, Werbung, Werbung. So, haben wir hier auch einiges erledigt. Muss ich mal gucken. Okay. Laufen wir mal weiter rum. Weil da hinten wartet noch ein Herzteil auf uns. Ich weiß aber nicht, ob das in der Nacht auch geht. Doch. Müsste. Eine Skulti. Aha. Da siehst du, Max sagt, bei 100 Euro soll ich mir die Haare lila färben. Da und der andere sagt, er würde es schon für 50 tun. Mein Stream besteht aus Leuten, die sich prostituieren für Geld. Josh macht's für 10 Cent. Also, wir haben die dreckigste Prostituierte gefunden. Ich würde sogar schon... Genau. im Chat steht jetzt, ich würde es sogar für 50 tun. 3 Zeilen später, okay, das ging gleich pervers. So, wir haben auf jeden Fall noch 2 Skulpturas, die wir hier holen können. Ich weiß nicht, ob die beide in der Nacht da sind. Da ist eine. Und hier ums Eck sollte eine sein. Jawohl. Ich auch, ich hore. Ja, Josh sagt jetzt, dass ich hier voll nur am Faken bin. Eigentlich ist das schon voraufgenommen und ich kommentiere nur drüber. Eigentlich ist das irgendein Let's Play. Ich habe den Ton ausgemacht. Ich würde mir die Haare lila färben, du Kick. Nein, Max. Ich krieg Geld dafür, damit ich mir die Haare färbe. Aber nein. Obwohl sie das bei Friendly Fire 3 haben sie das ja jetzt auch volle Kanne abgezogen. Der Muri mit seinen roten Haaren. Mist, hat nicht geklappt. Ich will das Herzteil haben.
Oder Sepp, ja. Jawohl, geschafft. Hallo Chef, Sie mit Ihren Stimmungshosen. Ey, schön dich wiederzusehen. Ich gebe dir dieses Erinnerungsstück und reiß dich auch ein Stück aus dem Herz raus. Ein Herzteil, jawohl, jetzt bin ich voll... Nicht reden. Voll der Beste. Nein. Sepp von, Pizmeat. Na, Sips. Ist auch noch existent. Hallo, Chef. Hey, das ist ja die Unterschrift von Zelda. Das ist ja heftig. Hey, hast du nicht eine Maske für meinen kleinen Jungen, die ich dann für immer tragen kann? Ja, komm, das fangen wir jetzt auch noch an. Wir machen so low 100%. Also, ich werde nicht die ganzen Masken mir holen wollen. Na, vielleicht mal gucken. Die flache Erde kann überhaupt nicht funktionieren. Es gibt doch Sachen wie... Es gibt doch Sonnenfinsternis. Das geht auf einer flachen Erde nicht. Punkt. Da steht der Mond zwischen Erde und Sonne. Und auf einer flachen Erde sind Sonne und Mond über der Erde. Das geht so nicht. Ich muss mir für eine Hausaufgabe den Mond angucken und dann 2 Stunden später nochmal gucken, ob es sich verändert hat. Wie lange dauert denn dieses Gespräch? Das ist an der 3D-Version sehr viel besser. So eine kleine Community. Ja, aber die ist bei Dennis ist die ja super. Auch muss ich mich heute noch um das Twitter kümmern, stimmt. Naja, Adventskalender heute noch nicht geguckt. Vielleicht mach ich aber sowas. Ich reacte auf fremde Videos. So, dem holen wir die Maske, weil die Maske echt lustig ist. Zack. Hallo, Krog. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel rumrollen, weil das ist laut. Dann nerv ich eher. Wie viele Skulltees habe ich denn schon? 8. Ist da vorne eine? Ja. Der Kollege, der den Bizeps anspannt, kommt einer, sondern findest du nicht. Ah, jetzt die ganze Familie daheim. Wir holen uns ein bisschen Cash. Okay, anscheinend doch nicht. Alter, voll abgespaced. Wann kommt die Sonne wieder? Ich will das Lied nicht spielen. Ja. Ach doch, da geht der Mond doch gerade unter. Da, seht ihr das? Der Mond fällt auf die Erde. Wie viel ich noch? Voll erwischt. Und los. Verzeihung. So, wir versuchen uns jetzt erstmal noch einen Zwacken zu holen. Und. Jawohl. Und durch den Boden. Das war das Spiel. Danke fürs Zugucken. Das ist die Mucke, die mir so gefällt. So,
Jetzt der Plan, erstmal die Maske holen. Und wir holen uns bei dem gruseligen Typen eine Maske. Ja, Masken bringen Freude. Ich habe hier irgendwo eine Spider-Man-Maske. Die hat ein Kumpel mitgenommen. Spider-Man hat Geburtstag. Weiß er auch, dass du es weißt? Gut. Was? Feiert er oder was? Feiert er? Ach so. Ja, ich will nicht. Vertrau mir. Alter, da steht schon wieder 6 Zuschauer. Alter, ja, ich verstehe die Speedrunner auch nicht. Übelst kranke Typen. Chill. Die Fuchsmaske. Mich entdeckt keiner. Die Kaffee in meine Wassermaske. Ja. So, und hier ist der lustigste Gesprächspartner für die Maske. Nein, fuck, ich wollte nicht Ocarina machen. So, ich habe jetzt die Fuchsmaske auf. Oh, kommst du gerade aus dem Fratzenwald? Alter. In der 3D-Version sagt er, oh, hübsche Maske. Schützt sie dich auch vor Faustschlägen? Alter, einfach so. Oder sagt er das? Ich weiß nicht. Ich guck mal gleich bei dem nächsten. Also machen wir auch mal mit Abenteuer weiter. Alter, um 18 Uhr geht er einkaufen. Bis dahin haben wir das Spiel durch. Dreimal. Was gehst du denn einkaufen? So, hallo Chef. Oh, der lacht genau dasselbe. Das ist mein Gesicht, Mister. Alter, schon wieder laufen hier die Hühner rum. Rotka. Apro-Maschine. Los, gebrät. So, da, Maske. Ha! Denkst du wirklich, dass ich dich darunter nicht erkenne? Alter, ich freue mich so auf die Goron-Musik, die ist so super. Alter, ich habe 5 Rubine Gewinn gemacht. Das behalte ich einfach. Na, wir kommen ja noch oft genug nach Hyrule. Dann gib mir das einfach beim nächsten Mal ab. Doch, hol dir eine. Für was möchtest du die denn haben? Was holst du dir? Alles für Nintendo lohnt sich meistens. Mir kann man ja noch gar nicht donaten. Ich habe ja nichts dafür. Mir will ja auch keiner donaten. Das stimmt, tue ich bei ihm halt auch nicht. Ich habe halt auch kein Konto, mit dem ich irgendwas machen kann. Man kann ja auf Steam gehen und mir irgendwie was von der Wunschliste kaufen. Ist ja bald Weihnachten. So blöden kleinen Firlefanz. Und dann spiele ich den im Stream. Ganz schön heftiger Anstieg hier. Ach, Corona, Ruhe.